12 Jahre. Das ist genau 12 Jahre her. Auf den Tag. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist das denn? Oh, ist das peinlich, ey. Hey Leute, willkommen zu meinem 128. YouTube-Video. Kleine Story für euch, ganz zum Anfang des Videos. Ich war übers Wochenende bei meiner Familie und meine Mama meinte, Lana, ich hab etwas gefunden im Keller. Und sie meinte, es ist eine Mappe. Und ich wusste genau, welche Mappe sie meint. Es ist nämlich diese Mappe. Ich habe diese Mappe seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht auch ein bisschen weniger, vielleicht so 14. Hier sind meine alten Zeichnungen drin, Leute. Wahrscheinlich nicht alle, aber ziemlich viele. Und ja, ich dachte, wir gucken uns das jetzt mal an. Das wird sehr peinlich und sehr unangenehm für mich. Weil ich erinnere mich an ein paar Zeichnungen, die hier drin sind, die absolut schrecklich sind. Und ja, euch das jetzt zu zeigen, ist hart. Aber wir machen es jetzt einfach mal auf. Oh Gott, ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Es ist so unangenehm. Oh Gott. Das ist, ah, okay, wir haben Blöcke hier drin sogar. Oh mein Gott, das sind diese Zeichenblöcke, die es früher bei Nanuna... Gibt es die noch? Die gab es auf jeden Fall bei Nanunana. Nanunana. Also diese Bilder in dieser Mappe sind wirklich, wirklich richtig alt. Die sind bestimmt von ganz vom Anfang, als ich angefangen habe. Wir gucken einfach jetzt mal durch. Wir gucken jetzt einfach... Oh mein... Ich kann das nicht. Was ist... Einfach so ein ganzes Blatt verschwendet wegen dem da. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich will das nicht. Okay. Ich habe wahrscheinlich angefangen mit den Outlines und irgendwas hat mir irgendwo nicht gefallen. Also habe ich wohl aufgehört oder so. Junge, was ist er denn? Was ist er denn? Warum ist der Mund so weit unten? Oh, das sieht so komisch aus. Der Kopf ist riesengroß. Oh nein. Oh nein. Ey Leute, ihr wisst gar nicht, wie peinlich mir das ist. Aber ich tue das hier, damit ihr seht, wie ich angefangen habe und wie weit man sich weiterentwickeln kann. Damit ihr nicht aufgibt, nur weil ihr denkt, ja, wird eh nichts, ich schaffe das sowieso nie. Weil ihr die Künstler dann seht, wenn sie in ihrer Prime sind und ihre besten Bilder hochladen. Also macht euch keinen, also ich habe so angefangen. Es wird noch schlimmer, Leute. So viel schlimmer als das, was ihr hier seht. Oh mein Gott. Da war ich in dieser Körperzeichenphase drin, ne? Oh, ich habe mir so viele Tutorials davon reingezogen. Die Hand, oh mein Gott! Ich blende euch hier mal ein Foto ein, was für Hände ich jetzt zeichne. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem hier. Oh mein Gott. Die ist doch ganz süß. Die ist süß. Die mag ich. Die mag ich nicht. Ich habe früher echt keine Hände zeichnen können und habe dann immer die Arme hier hinten versteckt oder so. Oh, was ist das denn? Aber die Proportionen sind eigentlich ganz okay. Wer bist du denn? Einfach weitergehen. Oh, wer bist du denn? Einfach auf der Rückseite von irgendwas. Fresher Dude, würde ich sagen. Ganz fresher Dude hier. Die ist ein bisschen gruselig. Wieso habe ich dir denn nochmal angefangen? Und hier sieht man ein Datum. Hier. Ich habe nicht immer ein Datum drauf geschrieben, aber hier habe ich es getan. Bei Lana. Also der 2. November 2010. Das ist einfach 13 Jahre her, dass ich das gezeigt habe. 13. Oh nein, ich habe die nochmal ausgemalt. Oh mein Gott, wo ist ihr Oberkörper? Ist einfach nur ein Kopf. Wo ist denn der Oberkörper? Oh, es ist so unangenehm. Oh, zum Glück sind wir fertig mit dem Block. Es ist so peinlich. Mir ist gerade eingefallen, 2010... Das ist ja nicht nur so schon 13 Jahre her, aber es gibt bestimmt einige unter euch, die 2010 geboren sind. Wenn ja, kommentiert mal bitte. Das ist so irre. Kommentiert mal alle eure Geburtstage. Mich würde echt interessieren, wann ihr alle geboren seid. Zurück zu 2010. Da gab es ja nichts. Es gab kein Pinterest. Es gab kaum Tutorials auf YouTube. Das heißt, ich hatte weder gute Tutorials noch Vorlagen, die ich mir auf Pinterest einfach hätte raussuchen können. Das heißt, alles, was ihr hier seht, das ist alles fast ohne Vorlagen und ohne Hilfe. Tja, das ist jetzt nur eine billige Ausrede dafür. Weil es mir so unangenehm ist, die zu zeigen. Aber ich erinnere mich noch daran, dass ich diese Zeichnungen alle noch im Kinderzimmer bei meinen Eltern gezeichnet habe. Ja, wo denn auch sonst, mein Gott, ne? Okay, weiter geht's, weiter geht's. Wir haben hier noch einen Block. An alle, die One Piece kennen, ich habe Ruffy, Sanji und Zoro hier gezeichnet. Hier sogar mit seinen drei Schwertern. Oh, ich mag das Bild immer noch gern mit dem Sonnenuntergang und alle tragen heftige Anzüge. Das würde ich mir immer noch aufhängen. Ich bin immer noch ein mega, mega One Piece-Fan. Aber hier steht leider kein Datum drauf. Ich weiß nicht, wann ich das gezeichnet habe. Schade. Ich bin gerade bei One Piece irgendwie bei Folge, oh, ich weiß es gar nicht, 1050 oder so? 1000 Folgen geguckt einfach. So lange läuft das schon. Ich gucke das einfach immer noch. Wie irre ist das?
So. Die ist noch süß. Ich hatte so einen komischen eigenen Zeichenstil, ne? Seltsam. Mit so Katzenohren und so. Oh, ist das peinlich, ey. Ja, ich hab's ja gar nicht fertig gemalt, ne? Ich dachte gerade, warum habe ich das hier nicht fertig gemacht? Aber auch die Blumen habe ich nicht fertig gemacht. Und hier ist auch ein Datum. 5.11.2011. Das ist dann schon ein Jahr später. Und man sieht, ich kann jetzt Hände etwas besser zeichnen. Ein Jahr und wir haben Hände. Mensch, was ist hier noch so drin? Hä? Warum ist denn hier nur ein halbes Bild drauf? Was soll das überhaupt sein? Ich sehe das jetzt mit euch zusammen das erste Mal seit irgendwie 13 Jahren wieder. Oh, da habe ich geübt. Warum? Was ist das für eine Pose? Ich habe geübt, Hände zu zeichnen und es hat ein bisschen was gebracht. Es hat ein bisschen was gebracht. Als ob sie da so ein Mikrofon halten würde und gleich ein Liedchen trällert, ey. Oh, und hier haben wir sie einfach nochmal, aber nicht fertig gemacht. Oh, und wir haben sie nochmal. Was ist los mit mir? Wieso bin ich immer so unzufrieden? Wer bist du denn? Ich sag ja immer zu euch, traut euch an Schatten. Mehr Kontrast. Seht ihr die Lippen? Wie wenig Kontrast da drin ist? Wie wenig Schatten? Ich habe mich auch nicht getraut, Leute. Ah, hier ist sie nochmal. Oh, warte. Wieso? Wie ist das passiert? Ich erinnere mich da echt nicht dran. Ah nein, Leute, ich bin tatsächlich ungelogen. Ich bin ein Genie. Ich bin so schlau, dass ich da heute nicht mehr drauf kommen würde. Ich habe hier mal wieder zu viel Platz gelassen. Das mache ich oft. Und dann habe ich gedacht, ich würde aber gern noch weiterzeichnen. Und den Unterkörper habe ich einfach ein Blatt drunter gelegt und hier weitergezeichnet. Ach, boah, ich bin so schlau, ey. Oh, daran erinnere ich mich noch. Oh, der Kimono hat mich umgebracht. Aber ich habe sie gerne gezeichnet. Ich fand sie total hübsch damals. Hände haben immer die Länge vom Gesicht. Guckt mal, wie kurz diese Hände sind. Die sind so klein. So klein. Das ist erst ab 18 anscheinend. 2011, 27.04.2000. Das ist genau... Wie viele Jahre? Was haben wir? 12 Jahre. Ich bin ein Genie. Das ist genau 12 Jahre her. Auf den Tag. Boah... Ey, das ist ja krass, du. Wer bist du denn? Oh, es macht eigentlich Spaß, die hier durchzugucken. Okay, wir ignorieren das jetzt einfach. Und dann habe ich mich entschieden, den Typen einfach nochmal zu zeichnen. Weil ich dachte, boah, das ist so kreativ. Ich kann noch nicht mal Noten lesen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, einfach weiter. Einfach weiter. Warum sind die alle falsch rum? Habe ich den Block kurz falsch rumgehalten? Oh, aber ihn mag ich. Ich glaube, ihn würde ich heutzutage genauso zeichnen. WTF. Also, wie ihr ganz gut sehen könnt, habe ich sehr, sehr viel Manga gezeichnet. Also, damit habe ich auch angefangen. Das war so das, was ich gerne gemacht habe. Was ist das? Die Unterschrift ist immer noch genauso groß wie heutzutage. Ne? Ich muss das echt mal lassen. Ich mache das schon seit 15 Jahren so. 30.04.2011. Die Hände. Was ist das für eine Pose? Was ist das? Ach! Oh, wie gemein. Ich habe den Wolf einfach ersetzt. Mit so Lilien. Oh, was ist das denn? Und ich habe das einfach am selben Tag noch gemacht, ne? Mein Gott, war ich früher produktiv, jetzt brauche ich so ein Jahr für ein Bild. Dieser Fleck hat sich einfach durch den ganzen Block gefressen. Oh Gott, was ist das denn? Ist das schrecklich, das Gesicht. Oh nein, schnell, schnell. Und die mag ich heute noch. Die hat mir auch damals ganz gut gefallen. Da habe ich dann angefangen, nicht mehr so runde Gesichter zu zeichnen, sondern kantig. Oh, ach guck mal, sieh mal eine an. Wir hatten doch eben die Skizze mit dem Mädchen und dem Kleid, aber hier haben wir ein bisschen Bewegung hinzugefügt. Ich bin auch besser geworden hier im Körperzeichnen, ne? Die Formen sehen irgendwie besser aus, Proportionen sind etwas besser, Hände habe ich immer noch nicht drauf. Wie oft ich da wegradiert habe, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich habe bestimmt 10-mal radiert und neu gezeichnet. Mein Gott, ich war früher ein bisschen geduldiger. Hier, mit Bleistift, 20.06.2011. Okay, 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 okay. Bikini. Wir hatten einen Glastisch zu Hause und dann hatte ich die Skizze und habe mir so eine Schreibtischlampe unter den Tisch geschoben. Und dann hatte ich so einen eigenen Leuchttisch, habe noch ein Blatt oben drauf gelegt und konnte dann die Fineliner-Dinger machen, die Linien halt, die Lineart. So. Was ist das? Die ist ja süß. Die ist niedlich. Nicht niedlich. Nicht niedlich. Aber ich habe damals schon sehr, sehr gerne Lilien gezeichnet. Immer noch Riesenfan von Lilien, ehrlich. Meine Lieblingsblumen teilen sich den Platz mit Pfingstrosen. Hier auch Lilien, Lilien. Oh, die ist süß. Das würde ich heute nicht mehr... Also, so könnte ich das heute nicht mehr zeichnen. Und hier haben wir anscheinend eine Braut, die Blumen trägt und einen Schleier. Die ist ganz hübsch, die mag ich auch. Und hier haben wir so einen Legolas-Verschnitt. Junge. Okay, das war's. Kommen wir zur Mappe. Das waren bis jetzt ja nur die zwei Blöcke. Jetzt machen wir die Mappe. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Ich lege da mal weißes Papier drunter, weil das ist so ein Brist... Nee, was ist das? Das ist so ein Layout-Papier und dann sieht man das nicht richtig. Das ist Link von Zelda. Ich mag die Zeichnung immer noch. Sehr, sehr gern. Ich finde die toll. Das habe ich gut hingekriegt. Steht aber auch kein Datum drauf, leider. Keine Ahnung. Next. Jetzt... Kommen wir zu den Sachen, die ich mit Farbe gemacht habe. Alles mit Copics. Da hatte ich diese wilde Copic-Phase. Ich mag die Gesichter. Also das Gesicht mag ich. Ihr Gesicht mag ich überhaupt nicht. Copic-Marker
haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oi. Wieder Lilien? Wieder Lilien? Ich bin echt ein Hardcore-Lilien-Fan, ne? Mein Gott, die sind aber auch ganz hübsch geworden, muss ich sagen. Die junge Dame aber auch, du. Nächstes. Oh ja, das mag ich auch noch sehr, sehr gern. Ey, wir hatten hier ein Datum. 19.09.2012. Wir sind jetzt ein Jahr weiter. Wir haben 2010 angefangen, haben 2011 gesehen und sind jetzt bei 2012. Und wie man sieht, ich kann immer noch keine Hände zeichnen. Oh Mann. Ah doch, hier haben wir eine Hand, aber die sieht auch nicht so gut aus. Und Füße. Einfach weiß drüber gemalt. Kein Bock auf Füße. Warum steht hier nur 2.10.? Wo ist das Jahr? Wahrscheinlich auch 2012. Sieht ähnlich aus vom Stil her, ne? Aber ich mag das mit diesem... Ich finde, das sieht sehr cool aus. Und dann haben wir noch das hier. Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so viel Schmuck gezeichnet habe. Ja, ich mag das Bild immer noch. Oh mein Gott. Wo ist der Kontrast? Wo sind... Oh mein... Oh Mann. Die Lippen stechen so doll hervor. Ist das ein schreckliches Bild? Ich mag es überhaupt nicht. Ah, und hier haben wir die Skizze zu Link. Was ist das für ein fetter Fleck hier? Warum habe ich das da nicht mit reingemacht? Das wäre doch viel cooler gewesen mit den Strichen und so. Wahrscheinlich hatte ich Angst, es zu ruinieren. Oh, aber die Hand ist gut. Die ist mir gar nicht aufgefallen bei dem anderen. Aber die Hand, hier haben wir das hingekriegt. Oh. Das ist so süß. Ihr seht, ich bin ein riesen Manga- und Anime-Fan. Es verfolgt mich bis heute. Hä, warum ist das jetzt hier nochmal? Hier ist das, 2012. Okay, haben wir dafür jetzt auch ein Jahr. Ei, ich habe damals schon gerne Tiger gezeichnet, aber nicht zu Ende, weil ich wahrscheinlich dachte, das Fell ist mir zu anstrengend. Aber die Augen sind gut geworden. Mensch, Mensch, Mensch. Da haben wir uns aber ein bisschen rangetraut, wa? So, Leute, den Rest gucken wir uns aber in einem zweiten Teil an. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das sehen möchtet. Der Rest wird noch peinlicher. Ich glaube, hier unten ist der ganz alte Schrott. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich lasse es. Das ist, ja, da unten ist echt, echt, echt das ganz alte Zeug. Aber schreibt mir in die Kommentare, falls ihr den zweiten Teil sehen wollt. Da mache ich das für euch gerne, obwohl es mir sehr, sehr peinlich ist. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich räume jetzt dieses Chaos hier wieder auf. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!